Shalom Aleichem. Der Poet David Edelstadt ist geboren geworden dem 9. Mai in 1866 in der echt russischer Stadt Kaluga. Der Vater seiner ist gewesen ein neusgedienter Nikolaiver Soldat und die Muttersprache von dem jungen David ist gewesen Russisch. Es nicht zu Jiddischen, wo seine ersten literarischen Proben sind gewesen auf Russisch und in der russischen Presse. Edelstadt ist ganz früh bewirrt geworden von den russischen Schreibern, besonders von den also gerufenen Volkspoeten, wo es oben sich ungenommen die Kräfte von dem russischen Musikpoer. In 1880 fuhrt Edelstadt rüber in Kiew, wo es oben gewohnt seine drei Brüder. Dort hat er sich der Nenter zu der folkistischen Gruppe, wo er hat sich umgehört mit den Erzählungen wegen dem eldischen Kampf gegen den Zar. Er sappt ein die russische Revolutionslieder und die Maisim wegen der Bewegung Narodnaya Wola. Seine Kumiren wären die Volksrevolutionären, wo es legen dem Kopf und leben Litauwes die versklavte Massen. In den 80er Jahren trugen sich durch über Dorm Russland blutige Pogromen. Und Edelstadt schließt sich an, zusammen mit seinem älteren Bruder in der Kiewer Gruppe am Eulem, wo es fort in Amerika mit dem Ziel, dort zu gründen Kolonies auf kommunistische Jesuides. Der Sof von der Aventur ist gewesen, als Edelstadt hat ungeüben Arbeiten beim Machen knäpplächlich. In Amerika wird er ein Anarchist und beteiligt sich aktiv in seine Protestbewegungen. Sein erstes Lied in Jiddisch zu der Wahrheit wird gedruckt in der anarchistischen Zeitung Wahrheit. Später wird er der Redakteur von der Freier Arbeiter anarchistischer Wochenzeitung Stimme. Er hat sie redagiert bis etliche Chadushim von seinem Tod. David Edelstadt ist gestorben in Denver von Tuberkulose in der Alter von 26 Jahren.